Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Grey Matter Folge 18. Wir sind in Kapitel 4 übrigens. Für die Leute, die wissen wollen, ich habe mal nachgeguckt. Das Ding hat 8 Kapitel. Also können wir ungefähr davon gehen, ich denke mal so 35, 40 Folgen wird es insgesamt sein. Und für die Leute, die jetzt schon ein bisschen rumnörgeln, boah, alle düster und so Depri und bla und hier und bla. Das nächste Adventure wird dann wieder die Spaßabteilung. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe auf solche Sachen auch Bock. Ob ihr das mögt oder nicht, ist mir dann erstmal ganz sekundär, weil ich finde das Game gut und das, was ich an Präsentationen gesehen habe, entweder ich fand sie, sag ich mal, zu deep, wo ich dachte, möchte ich als Zuschauer, möchte ich jetzt auch nicht irgendwie 3 Stunden Depri-Phasen haben. Aber andererseits gab es auch viele Leute, die das überhaupt nicht, dieses ganze Setting verstanden haben und die dieser Humor fehlte und überhaupt und bla. Hier ist hier nicht mal lustig. Ne, lustig ist hier nun mal nicht. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der gute Dr. Stiles von uns will. Ich gehe mal einfach raus. Ich habe gerade im Radio gehört, dass es gab da einen Vorfall in der Schwimmhalle von St. Edmund Hall. Und Sie haben von einem weiteren Vorfall am Abend zuvor auf der Horsepath-Laufbahn berichtet. Was ist in der Schwimmhalle passiert? Ich will, dass Sie sofort dorthin gehen und herausfinden, was genau dort vorgefallen ist. Ich brauche einen detaillierten Bericht. Sie wollen, dass ich mir die Sache für Sie vor Ort ansehe? Naja, ich habe für so etwas keine Zeit. Sam, Sie müssen meine Augen und Ohren sein. Ich tue mein Bestes. Worauf warten Sie denn noch? Dass ich Ihnen die Anweisung schriftlich gebe? Los! Großartig. So, dann würde ich sagen, krallen wir uns aber erstmal die Zeitung. Und dann geht's dahin. Du bist aber früh auf den Beinen. Gib mir noch ein paar Minuten, dann ist das Frühstück fertig. Ich kann leider nicht. Ich muss gleich los nach Oxford. In deinem Alter braucht man ein gutes Frühstück. Ich kaufe mir was in der Uni. Aber danke, das ist wirklich nett von Ihnen. Amerikaner. So, warmer. Zeitung. Scheinbar hat heute Morgen schon wieder jemand die Zeitung gebracht. Ich habe das Gefühl, jemand will, dass David von diesen Vorfällen erfährt. Ja, das sehe ich auch so. The Oxford Student. Schockierend. Neuer Streich auf dem Campus. Das blutige Becken. Gestern kam es zum weiteren bizarren Vorfall, der an den Streich auf den Hopparf-Laufbahn erinnert. Zeugen berichten, dass sich etwas im Wasser gesehen hätten, bevor das Schwimmbecken eine dunkelrote Farbe annahm. Das Ereignis jagte Janine Smith, Studentin in St. Edmund Hall, so große Angst ein, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Mittlerweile wurde sie wieder entlassen. Die beiden hinterhältigen Vorfälle könnten mit der anstehenden Einführungswoche zu tun haben, aber so etwas hat es in Oxford noch nie zuvor gegeben. Naja, hinterhältig ist jetzt nicht unbedingt ein Begriff aus dem Journalismus, ne? Das ist doch ein bisschen Bild-Zeitung-Rhetorik, wenn ich das mal so kritisch erwähnen darf. So, dann wollen wir mal. Dann verlassen wir das Gebäude mal und gehen mal nach St. Edmund's Hall. Ich bin mal gespannt, was da jetzt wieder ist. Ich denke, der Sam-Part wird mir mit Sicherheit mehr Spaß machen als der Styles-Part, aber... Nun gut, dann müssen wir auch durch. Also ab jetzt, für die Leute, die das wissen wollen, das ist kein Spoiler, glaube ich, es wird jetzt immer gewechselt. Das ist Kapitel 5 ist Styles, Kapitel 6 ist wieder Sam, Kapitel 7 ist Styles und das Finale macht Sam. So, blub. So, eine Bushaltestelle. Danke, die brauche ich mal. So, okay, ach, da müssen wir wahrscheinlich auch hin, ne? Tja, klar. Wir brauchen ja Ergebnisse, so. Gehen wir doch da mal rein. Fachrund. Hier, mein Studentenausweis. Lassen Sie mich mal sehen. Helena, der Name gefällt mir. Schöner Name, schöne Frau. Danke. Ich glaube, hier im Wohnheim gibt es noch eine andere Helena. Mal sehen. Machen Sie sich keine Mühe, ich kenne Sie. Rote Haare, ein nettes Mädchen. Kann ich jetzt gehen? Ich bin spät dran.
Das sind sie doch alle. Aber nur zum Flügel der unteren Semester, da entlang. Nur die Studenten der höheren Semester dürfen da drüben rauf. Oh, ich verstehe. Hier hat alles seine hierarchische Ordnung, Miss. Wie im richtigen Leben, nicht wahr? Okay. Noch irgendwas, was wir uns angucken können? Jeannie Smith ist das Mädchen, das gestern Abend in der Schwimmhalle war. Vielleicht unterhält sie sich ja mit mir darüber. So, wo ist sie denn? Oh, Helena Bogart. Jeannie Smith. Parker Blonde. Grace Doss. Charles Atlington, das wissen wir. Scott Griffiths. Roberta Jensen, das ist auch geil. Die Mischung aus Roberta Williams und Jane Jensen, auch putzig. Harvey Kinderman, also für die Leute, die das nicht wissen, also Jane Jensen ist hier die Autorin und das ist auch eigentlich eine der bekannten Sierra-Autorinnen und Roberta Williams, die Erfinderin von King's Quest und natürlich Phantasmagoria. Das sind so eigentlich die beiden, die, und Laura Bow hat sie auch erfunden, die auch das machen. Also zum Beispiel Gabriel Knight ist, glaube ich, auch von denen, ich glaube, das war hauptsächlich Jane Jensen, aber ich glaube, Roberta Williams hat da, glaube ich, auch seinen Senf abgegeben. Ist aber auf jeden Fall Sierra-Urgestein. So, Sunny Lewis, John Nakamura, Amanda Russell, Janine Smith, 106, danke. Jens Williams, Kelly O'Byrne, Malek Mocker, Morris Hanse, Ann Botting, Claudia Curry, Metzali Stuart Lee, Ken McDonald, Vicky Carter, Angels McHolland, Tim Warrenfer und Topper Sunderland. Okay, also 106 brauchen wir. Ja, dann gehen wir doch da mal hin, ne? Was haben wir denn hier alles? Das sieht ja interessant aus. Ich glaube, das... Ach, ich glaube, an diese Scheißrätsel erinnere ich mich. Eine Rolle Klopapier und Nagellack. Da achtet wohl jemand besonders auf seine Fingernägel. Nehmen wir noch mit. Ich glaube, ich nehme etwas von dem Klopapier mit. Man kann damit gut was verstecken. Nagellack. Das willst du nicht mitnehmen, okay. Da war wohl jemand fleißig und gönnt sich gerade eine Pause. Ich glaube, das ist das Wappen von St. Edmund Hall. Das wird ja Sinn machen. So, mal gucken. Können wir noch 102? Helena? Helena? Keiner da. Die Fenster über den Türen lassen sich kippen, um mal ordentlich durchzulüften. Oder schlicht und einfach den Gestank rauszukriegen. Okay. Dann können wir damit was machen. 100. Ja? Hi, Jeannie Smith? Ja. Hi, ich heiße Sam. Ich habe erfahren, was gestern Abend passiert ist. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich würde dich trotzdem gerne ein paar Sachen wegen der Schwimmhalle fragen, falls das für dich okay ist. Bist du eine Reporterin oder so? Nein, aber ich mache mir Sorgen um einen Freund. Darf ich reinkommen? Ja, in Ordnung. Du machst dir Sorgen um einen Freund? Ja, er spielt anderen gerne Streiche, aber natürlich meint er es nicht böse. Ich befürchte, dass die Sache mit dem Schwimmbecken auf seine Kappe geht. Deswegen würde ich gerne mehr darüber wissen. Ich weiß zwar nichts über deinen Freund, aber ich weiß ganz sicher, dass das kein Streich war. Alles okay? Ja, tut mir leid. So, dann gucken wir doch erstmal wieder alles an, was wir hier so Schönes haben. Diese Dinge haben sie bestimmt auch im Fitnessraum. Ohne Zweifel eine Sportskanone. Fußballspieler, glaube ich. Und Schwimmer. Da steht wohl jemand auf durchtrainierte Kerle. Mit meinem Bett auf dem Dreadhill-Anwesen kann es nicht mithalten. Aber es ist trotzdem ganz okay. Fußballspieler, glaube ich. So, Pokale.
Ganz offensichtlich sind das hier keine Amateure. Nein. Die Studentenzimmer sind wirklich schön eingerichtet. Andererseits haben die Studenten alle reiche Eltern. Ja, das ist das andere Problem, richtig. So, dann erzähl mal. Kannst du mir sagen, was genau passiert ist? Ich wollte gerade ins Schwimmbecken steigen und habe meine Badekappe aufgesetzt. Ich war nicht ganz bei der Sache, weil ich über eine Hausarbeit nachgedacht habe, die ich noch schreiben muss. Plötzlich habe ich eine Gänsehaut bekommen. Die Luft wurde ganz trocken. Fast so, als sei sie elektrisch geladen. Ich habe mich umgesehen, um herauszufinden, was da los ist. Und dann habe ich es gesehen. Im Wasser. Es war schrecklich. Okay, dann wird's jetzt wieder Interviewzeit. Wie viele Personen waren zu dem Zeitpunkt im Becken? Nur zwei Mädchen. Sie waren schon im Wasser, als ich in die Halle gekommen bin. Ich habe geschrien, dass sie rauskommen sollen. Kennst du sie? Ich kenne sie aus dem Schwimmbad. Sie haben mit der Sache nichts zu tun. Schließlich sind sie genauso erschrocken wie ich. Wann ist es passiert? Ich bin ungefähr um 23.30 Uhr runter in die Schwimmhalle gegangen. Vielleicht 10 oder 15 Minuten später ist es dann passiert. Was hast du im Wasser gesehen? Mir glaubt doch eh keiner. Ich kann es nicht mal richtig beschreiben. Versuch's bitte. Ich glaube dir. Es sah aus wie ein Umriss unter der Wasseroberfläche. So, als ob sich etwas im Wasser bewegt. Aber da war nichts. Da war nur ein menschlicher Umriss im Wasser. Aber sonst nichts. Gott! Ich weiß, es klingt verrückt, aber es war böse. Ich habe es gespürt. Mich bringen keine 10 Pferde mehr in die Nähe des Beckens. Am liebsten würde ich nicht mal mehr in diesem Gebäude sein. Ich will einfach nur nach Hause. Das hört sich nicht gut an. Dieser Umriss im Wasser, könnte es Farbe gewesen sein, die jemand ins Becken gepumpt hat? In der Zeitung steht, dass das Wasser rot war. Nein, das ist erst danach passiert. Ich habe gesehen, wie dieser Umriss bis zum anderen Ende des Beckens geschwommen und dann wieder umgekehrt ist. Wie ein Schwimmer, der seine Bahnen zieht. Und dann hat sich langsam die Farbe des Wassers geändert. Als hätte dieses Ding, dieser Umriss, das Wasser eingefärbt. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Tut mir leid, aber ich will nicht mehr darüber reden. Ist schon okay. Danke, dass du so offen zu mir warst. Es geht mich zwar nichts an, aber du hast gesagt, du willst das Studium hinschmeißen. Tu's nicht. Weißt du überhaupt, wie glücklich du dich schätzen kannst, weil du diese Universität besuchen darfst? Im Ernst? Ja, du hast dich übelst erschreckt, aber ich bin mir sicher, dass das nur ein Streich war. Zugegebenermaßen ein ziemlich ausgeklügelter. Du darfst das nicht persönlich nehmen. Du warst halt zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Lass dir doch wegen so einer Sache nicht die Zukunft ruinieren. Das ist es echt nicht wert. Ja, du hast natürlich recht. Danke. Wirklich. Man sieht sich. Okay, das war ja, naja, recht informativ, sag ich mal einfach. Irgendwer hat diese Streiche ausgeheckt. Und langsam aber sicher bin ich echt angepisst. Aber das wird nicht nochmal passieren. Das heutige Experiment findet im Fitnessraum von St. Edmund Hall statt. Ich werde da sein und mir denjenigen schnappen, der für diese Streiche verantwortlich ist. Ich werde ans Telefon gehen. Hi, Sam hier. Treffpunkt Innenhof von St. Edmund Hall. Jetzt, Süße. Klar, bis gleich. Wenn man vom Teufel spricht. Muss ich da hin? Ist das Story? Erstmal woanders hin. Genau, das ist der Fitnessraum. Das ist die Schwimmhalle. Ich will erstmal in die Schwimmhalle und dann in den Fitnessraum. Und dann kann man ja gern mal mit Helena quatschen, die wahrscheinlich uns total toll findet. Badelatschen mit Socken? Der sieht eher aus wie ein typisch deutscher Tourist und nicht wie ein Bademeister. Erstmal super Klischee. Natürlich. The Germans are coming. Hi. Oh, wie ich sehe, hat das Becken heute wieder seine normale Farbe. Ja. Wie haben Sie es wieder sauber gekriegt? Das ist aber informativ. Was auch immer da drin war. Die Filter haben das Zeug bis heute Morgen aus dem Wasser rausbekommen. Hat jemand Proben von dem Wasser genommen, als es noch verfärbt war? Wozu? Um es zu analysieren? Ist ja jetzt egal. Das Becken ist wieder sauber. Ja, dieser ganze wissenschaftliche Quatsch wird eh völlig überbewertet.
Du bist auch geil, du Vogel, ey. Das ist egal, das ist alles sauber. Sind das die neuen Filter? Nee, die neuen habe ich gerade eingebaut. Diese hier wandern in den Müll. Waren diese Filter im Becken, als sich das Wasser verfärbt hat? Yep. An den Filtern sind keine Farbrückstände zu erkennen. Vielleicht hinterlässt ja wasserlösliche Farbe keine Spuren. Der Beckenrand ist sauber. Es sind keinerlei Farbrückstände zu erkennen. Uns hier noch angucken. Das Schwimmbecken sieht wieder normal aus. Mhm. Also mir würde das nicht gefallen, wenn mir diese Fratzen beim Sport zu sehen. Also mir... Sieht aus wie eine Statue, die ich mal in Kopenhagen gesehen habe. Na, zumindest so ähnlich. Ist hier rumgekommen, was? Das Wasser war ja völlig rot. Ich glaube, die Fotos behalte ich. Das Wasser... Das kannst du, glaube ich, machen. So. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Fitnessraum. Da wollte sie ja hin. Dann machen wir das auch. Heute Abend visualisieren wir in diesem Fitnessraum Gewicht heben. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit ich diesen Freak hier im Fitnessraum auf frischer Tat ertappe. Das heißt auf Hochdeutsch, wir müssen da irgendwie rein. Der Fitnessraum wird um 23 Uhr abgesperrt. Ich komme vorher hierher und verstecke mich. Wenn sie dann absperren, bin ich drin. Vielleicht kann ich etwas an den Türen anbringen, damit ich es mitbekomme, wenn der Täter den Fitnessraum betritt. Ich brauche ein paar Sachen aus dem Zauberladen. Ja, das habe ich erwartet bei dem Satz. Jemand hat dieses Fitnessgerät benutzt und danach nicht abgewischt. Wie eklig. Die Lampen macht man mit dem Schalter neben der Tür an und aus. Okay. Ah, zweifellos Nachschlagewerke für die besonders intelligenten Vertreter unserer Spezies. Was denn, Men's Health? Solche ganz anspruchsvolle Lektüre? Vielleicht kann ich etwas... Ich brauche ein paar Sachen aus dem Zauberladen. Ja, die besorgen wir. Wie kommst du denn wieder hier raus? Wieder rauf. Ich muss noch ein paar Dinge im Black Wand besorgen. Ach, jetzt kann sie raus. Ah. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob die gute Helena kommt. Ja. Hey, da ist ja die Handlangerin des Psychodoktors. Ich bin dafür, dass wir sie vierteilen. Wer ist dabei? Lass Sam in Ruhe. Es war unsere eigene Entscheidung, bei dem Experiment mitzumachen. Auf mich trifft das nicht zu. Mir blieb nichts anderes übrig. Sie hatte mich am Haken wie einen zappelnden Fisch. Als wenn das bei dir so schwer wäre. Sam, was weißt du über die Sache in der Schwimmhalle? Ich weiß, dass man keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte. Zumindest noch nicht. Zu spät. Ich bin schon längst dabei. Das ist doch wirklich alles einfach zu abgefahren. Einmal hätte es ja Zufall sein können, aber gleich zweimal? Langsam macht mir das ein bisschen Angst. Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute Abend wieder dahin gehen sollen. Meiner Mutter würde das nicht gefallen. Was, wenn wir in diese Streiche irgendwie mit reingezogen werden und am Ende sogar von der Uni fliegen? Also ich finde das aufregend. Immerhin tun wir wenigstens irgendwas. Außerdem rechnet Dr. Stiles fest mit uns. Ich will wissen, wie es weitergeht. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Vierteilen die beste Lösung wäre. Wer macht mit? Leute, wir müssen doch nichts überstürzen. Ich sehe das wie Angela. Egal, was wir tun, wir ziehen es zusammen durch. Aber ich hab doch gar nicht...
Wie auch immer, wir müssen ja nicht sofort eine Entscheidung treffen, oder? Wir müssen uns noch vor dem Experiment heute Abend entscheiden. Ja. Treffen wir uns doch um 12 wieder hier. Dann entscheiden wir uns. Warum nicht? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Bis dann. Bis dann. Okay. Dann gehen wir mal eben noch zum Zauberladen. Das können wir in dieser Folge ja noch machen. Vielleicht kriegen wir da ja noch irgendwie auch noch mal ein neues Rätsel. Weil ich bin der Meinung, dass da muss noch was kommen. Weil das kann es irgendwie nicht sein. Und dieses eine Passage mit dem Klopapier. Ich erinnere mich an ein Rätsel, das mir keinen Spaß gemacht hat. Das wird noch super. Wenn ich mich an schon so eine Scheiße erinnere, das ist nie gut. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, kommen wir ganz gut durch. Hallo, Mephistopheles. Miss Everett, freut mich, dass Sie mir einen Besuch abstatten. So, erstmal einkaufen. Die wird mir ja schon sagen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Der Inhalt dieser... Genau, dann nimmst du es nämlich automatisch mit. Das heißt, ich brauche eigentlich nur mit der Maus immer dahin zu fahren und abzuräumen, ne? Genau, wenn das Auge da ist, ist es uninteressant. Großartig nicht vorzubereiten. So. Und jetzt gucke ich für die nächste Folge nochmal nach, falls wir irgendwas vergessen haben. Habe ich ja die nächste Aufnahmesession dann erstmal. Ich mache also immer 3 Folgen am Stück, kann ich euch sagen. So. So, das brauchen wir erstmal nicht. Ne, da will ich nicht gucken. Kann ich an der Maschine noch was machen? Nö. Dann erzähl du mal was. Ich muss mit Ihnen über etwas reden. Gerne. Ich muss mit Ihnen über eine Sache reden, die etwas mit meinem Arbeitgeber Dr. Stiles zu tun hat. Ja? Er führt im Keller des Dreadhill-Anwesens ein Experiment durch. 6 Studenten nehmen daran teil und visualisieren Sportübungen. Die ganze Sache wirkte auf den ersten Blick harmlos, aber dann wurde es immer merkwürdiger. Und im Becken habe ich keinerlei Farbrückstände gefunden, nicht mal in den Filtern. Wobei mich der Vorfall in der Schwimmhalle gar nicht so sehr beschäftigt. Die Laufbahn ist es, die mir Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Als alter Rätselfreund finde ich die Sache mit der Laufbahn auch äußerst faszinierend. Aber es handelt sich dabei gar nicht einfach nur um ein Rätsel. Ich weiß genau, was los ist. Hier zieht jemand eine meisterhafte Inszenierung durch, um in den Daedalus-Club aufgenommen zu werden. Ganz offensichtlich steckt ein Zauberer dahinter. Der Wind auf der Laufbahn und der Umriss im Wasser, das waren klassische Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit der Zeugen zu erlangen, während die Linien gemalt und das Wasser gefärbt wurde. Das wäre die logische Schlussfolgerung, ja. Leider ist Dr. Stiles das perfekte Opfer. Er lebt sehr zurückgezogen und seine veröffentlichten Artikel lassen darauf schließen, dass er einen Hang zum Übersinnlichen hat. Wenn es mir sogar gelungen ist, eine Kopie des Experimentplans in die Finger zu kriegen, dann schafft das jeder. Und diese Person nutzt diesen Plan, um die Streicher auszuhacken. Wenn das wirklich eine meisterhafte Inszenierung ist, dann ist sie ziemlich originell. Um nicht zu sagen, brillant. Ja, wahrscheinlich ist es brillant. Brillant und entsetzlich. Wissen Sie, ob irgendjemand zurzeit eine meisterhafte Inszenierung plant? Vielleicht jemand mit Verbindungen nach Oxford? Sie kennen doch bestimmt alle Zauberer hier in der Gegend. Ach, meine Liebe, der Club hat so viele Mitglieder aus aller Herren Länder. Irgendeine meisterhafte Inszenierung ist immer am Laufen. Aber ich habe da eine Theorie. Sie selbst ziehen diese meisterhafte Inszenierung durch. Und dass Sie mir davon erzählen, ist Ihre Art, den Daedalus-Club darüber in Kenntnis zu setzen. Nein, das ist nicht meine Inszenierung.
Schade. Die Theorie hat mir gefallen. Aber sind Sie sich denn nicht darüber im Klaren, dass Menschen Schaden nehmen könnten? Dr. Stiles zum Beispiel, aber auch Studenten. Die Zeugen der Vorfälle wurden fast zu Tode erschreckt. Oh, aber erschreckt zu werden kann ganz schön aufregend sein. Dann hat man etwas, wovon man im Alter erzählen kann. Auf jeden Fall klingt das alles für mich nicht so, als hätte jemand ernsthaft Schaden genommen. Zumindest noch nicht. Wenn das wirklich nicht Ihre meisterhafte Inszenierung ist, dann behalten Sie die anderen Studenten im Auge, die an dem Experiment teilnehmen. Sie wissen doch, schwarze Schafe gibt es in den besten Familien. Natürlich, das ist es. Sie haben recht. Einer von Ihnen muss dahinter stecken. Danke. Okay, dann erzählen wir was zu Rätsel 1. Ich habe das Rätsel Der Lohn des Verräters gelöst. Wirklich? Dann wäre es wohl angebracht, Ihnen zu gratulieren. Vielleicht möchten Sie sich ja den Rätselautomaten noch einmal genauer ansehen. Man kann nie wissen. Werde ich bei Gelegenheit machen. Okay, also kommt Teil 2. Das wusste ich doch noch, weil es ist doch, war mehr als ein Rätsel. Das wusste ich noch. So, dann ja, genau das Gleiche. Na komm. Braucht doch bestimmt wieder die 21. Das war's. Tja, woher wusste ich das wohl? Nu? Ah, das ist der Preis. Danke. Alle wir los 10. Was? Okay, das ist natürlich schön, wenn man... Aber gut, so reicht das schon. Verdaust dich Was und Glase wieben. Oh weh, alle wir los C. Es begann mit der Kinsekratze in Alice Liddles Nadel. Dodo Doxon zerbrach ein Leh. Drauf schrie die Königin ab mit dem Fock. Feurige Böcke verzurrten Vetter mit Hälsen lang wie ein Nornsteich. Finde Alice... Neid ist sie wicht. Folge ihren besten Flicken, such zuletzt nach heißen Vasen und gib ein des Reimes Naman. What? Also, das ist irgendwas mit Alice im Wunderland, ist es klar. Jetzt überlege ich gerade mal, ist das ein Original? Lewis Carroll Zitat? Ist das irgendwas, was man irgendwie hinkriegen kann? Das stimmt doch alles nicht, ne? Verdaust dich Was und Glase wieben? Puh, macht keinen Sinn. Es begann mit der Kinsekatze, ist klar, das ist die Grinsekatze. Das ist genau andersrum. Das ist mir schon klar. Macht das dann Sinn? So, Nadel ist Laden. Das ist mir auch klar. Todoxon zerbrach ein... Klar, ein Ei. Moment, ist das immer das Letzte? Ab mit dem Kopf. Genau, das ist genau umgedreht. Feurige Böcke verzurrten Fetter. Verzehrten Futter? Ja, ne? Hälsen lang wie Nornsteich. Ja, weiß ich noch nicht. Weit ist sie nicht, klar. Das ist logisch, das hat ein bisschen... Kennt ihr noch hier Samstagnacht? Beke-Titten? Daran erinnert mich das gerade. Ja, gut. Besten Flicken ist festen Blicken, klar, das ist wieder umgedreht. Weißen Hasen, klar. Nein, ist Rahman. Tja, verstehe ich nicht.
Also noch nicht. Ich möchte bezahlen. Bitte sehr. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Bitte in die Kamera lächeln, Samantha. Hi. Ich wusste doch, dass du eine Zauberkünstlerin bist. Ich habe nur ein bisschen gebummelt. Verstehe. Die haben ja auch ein paar coole Sachen. Letzte Woche zum Beispiel habe ich falsche Kotze für eine Filmszene gekauft. Freut mich, dass du fündig geworden bist. Was machst du eigentlich hier? Bist du mir etwa gefolgt? In deinen Träumen. Deinen heißen, fantasievollen Träumen. Wann lassen wir es krachen? Vergiss es, Kinderman. Und du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich war nur gerade dabei, ein paar unwichtige Szenen zu drehen. Verzeih mir bitte, dass ich existiere. Meine Mutter konnte das zwar nicht, aber vielleicht kannst du es ja. Hey, schau dir mal die Augenbrauen an. Klassisch. Okay. Warum läuft der in einem Zauberladen rum? Wir suchen einen Hasen und der heißt Harvey. Zufall? Ich weiß ja nicht. Egal, es ist aber eine gute Gelegenheit, hier einen Cut zu setzen. Und dann würde ich sagen, wir haben jetzt wieder ein paar Locations auf der Karte. Die gehe ich einfach ab. Und dann gucken wir mal, dass wir das auch mit dem Fitnessraum und so hinkriegen. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt wieder was zu tun. Dann bin ich mal gespannt. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Ne, wenn ihr Spaß hattet, ihr wisst, was ihr tun könnt. Und haut mal einfach Kommentare rein, die lese ich am liebsten. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.